Meine absolute Lieblingsspeise sind Wasserspatzen. Das ist eine saarländische Spezialität. Meine Mutti kommt aus dem Saarland. Und deswegen habe ich gesagt, kochen wir heute mal zusammen, weil wenn ich sie mache, schmecken sie niemals so gut, wie wenn es Mutti macht. Sind wir mal gespannt, wie sie heute werden. Für 4 Personen nimmt man 400 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz, 1 Ei vergewirrt, 20 Gramm Margarine zerlassen und 1/8 bis 1/4 Liter Milch. Ich mache jetzt das Mehl mit dem Teelöffel Salz in die Rührschüssel. Dann kommt das aufgeschlagene Ei, die zerlassene Margarine und die Milch zu dem Mehl. Dann wird der Teig kräftig eine Weile geschlagen. Dann gibt man mit einem Löffel kleine Klößchen in das kochende Salzwasser. Wenn die Nocken nach oben schwimmen, eine Weile warten und dann abschöpfen in eine Schüssel und mit ziemlich leicht gebräunter Butter abschmelzen. Ich hoffe, dass Sie gut gesehen und wünsche einen guten Appetit.